Oh, was? Das ist das Safe nochmal drin. Oh, nein! Nein! Nicht dein Ernst. Das kannst du doch keinem erzählen jetzt, oder? Leute, herzlich willkommen zu einem sehr, sehr chilligen Shiny Fauster Opening. Und zwar machen wir heute ganze drei Boxen in einem Video auf. Ja, und ich denke mal, kann man doch machen. Und ja, wir, wie gesagt, machen einfach die Packs auf. Kein Bingo, kein Battle, kein gar nichts, sondern einfach gechillt. Einfach nur die Packs genießen. Wir haben ja jetzt schon mehr oder weniger alles gezogen, was du in dem Set ziehen kannst. Was heißt, was können wir, oder was müssen wir noch ziehen, großartig? Das normale Shiny Glurak. Das normale Shiny Glurak wäre noch eine, oh Gott, gute Investition, sag ich jetzt einfach mal. Weil ich würde auch gerne nochmal ein Glurak V-Max ziehen. Oder nochmal ein Godpack oder irgendwie sonst irgendwas. Also, ich denke mal, da sind ja mehr oder weniger, ja, alle Möglichkeiten offen, was Geiles zu ziehen. Und ja, ihr kennt das ganze Spiel ja schon. In einem Display sind 10 Booster drin. Mhm. Und die Möglichkeit auf Godpack, eine Shiny pro Display und so. Und ja, fühl ich. Geile Karten. Die übrigens, die Einzelkarten sind natürlich auch im Shop bei uns. Das heißt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da sehr, sehr gerne natürlich die Einzelkarten noch abchecken. Auf jeden Fall. Bevor die Sachen dann im Februar bei uns landen. Oh! Baroness. Oh, die haben wir noch gar nicht gezogen, glaube ich, ne? Nice. Nur die Picolente. Die Picolente. Und ein wundervolles Catapult Drive. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Beziehungsweise, oh ja, Mann. Das ist eine, auch eine mega schöne Karte. Oh, ich bin schon wieder so hyped. Ach, das wird wieder gut. Beziehungsweise, jetzt geht's ja dann quasi los. Jetzt sind wir ja quasi kurz vor der großen Eskalation. Und ja, schauen einfach mal, was wir jetzt gerade davor noch so ausbeuten können quasi. Und wir haben einmal Zacian, ein Decriodon und ein Kotomi. Genau, hier war das ja, hier war auf dem Reverser wieder nichts, ne? Nichts. Genau. Genau. So. Na dann. Dann geht's weiter mit Bebrak, einem Rookie. Mir fallen mittlerweile die Engel. Oh, ein Harponita Shiny. Oh, die ist auch nice. Zwei Packs hintereinander. Oh, die ist echt wunderschön. Ja, Mann. Holy Macaroli. Und. Oh, Lapras. Und noch eine Amazing Rare. Sehr nice. Also, das war mal ein nice Pack. Also, ja. Boah, das Bonita. Das ist wirklich mega schön und shiny. Da habe ich die Shiny-Form noch gar nicht von gekannt, sage ich jetzt mal. Alter, mega schön. Ha, ja, gucken wir mal. Ich hoffe, dass wir, wie gesagt, weiterhin die V-Max-Shinies ziehen, anstatt die normalen Shinies. Übrigens mit diesen Seriencodes, ne? Hier, ihr könnt die haben. Da hat jemand in die Kommentare geschrieben, das ist vom Printrun abhängig, wann die Werbung drin ist und wann diese Codekarten drin sind. Man muss sich da irgendwie bei einer japanischen Webseite anmelden. Mauzinga in Shiny, nice. Also die kleinen Shinies sind hier auf jeden Fall mal direkt hier am Start. Das ist aber, glaube ich, nur Galamauzi. Ach so, ja, stimmt, ja. Galamauzi. Ha, sorry. Aber auch nice. Das wäre was für Nati. Oh, Kyogre, Amazing Rare, auch nice. Sehr schön. Und ein Reshiram. Ja, Reshiram, Reflex. Ich gemeint, ich möchte auf jeden Fall, wenn wir die in Deutsch ziehen, die sollen wir für sie aufheben. Kriegt sie. Also ich hoffe mal, dass wir sie auf Deutsch ziehen können. I hope so. Wir haben hier einen Dedenne. Smogger. Symbola. Motineva Holo, ein Monte Carlo Holo und ein X-Bot. Okay. Gucken wir mal. Ja, wie gesagt, die kleinen Shinies sind halt wirklich super, super, super schön. Die großen natürlich auch. Wie gesagt, hoffentlich kommen da einfach ein paar etwas größere. Wie gesagt, gönnt euch die Codes auf jeden Fall. Der eine oder andere hat sich die gesnackt, haben wir in den Kommentaren auf jeden Fall gelesen. Und, Flampivian. Jetzt ziehen wir ein paar, die wir noch nicht gezogen haben. Das ist nice. Flampivian. Bei Flampivian haben wir, glaube ich, gezogen. Ich glaube nicht tatsächlich. Also ich weiß nicht, ich kann mich an die Karte nicht so richtig erinnern. Aber ja, so, eine Holo noch. Oh, der Boss in Holo, auch nice. Und ein Enilalos in V-Max. Ja, ja, nice. So. Weiter geht's mit dem nächsten Pack. Unratütox. Ein Svarones. Mortifort. Dann haben wir hier nochmal einen Milotic, Humanoid und Riffax. Nice. Schreibt übrigens auch sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon irgendwie was von dem Set euch gegönnt habt, quasi von dem Japaner. Ich habe ja
mitbekommen, dass der eine oder andere sich da dann nochmal was Japanisches gesnackt hat. Wie gesagt, die gibt es nicht bei uns im Shop. Und die, was die deutschen Sachen angeht, da habt ihr auch gefragt, hey, wann kommen die Sachen in die Vorbestellung noch? Da gibt es ein Video extra dazu auf dem Kanal, was wir ja da auch, wo wir da ein bisschen eher drüber geredet haben. Das findet ihr relativ schnell, wenn ihr da in den Videos durchscrollt. Hier nochmal Motti Neva, Fall dafür Dennis, Silvaro und ein Ollis Zavolok. So. So, jetzt gönn mal Booster. Gönn die erste Shiny. Samsenta, wir haben den Balduin. Wir haben einen Mauzenga in Holo. Kubuin in Holo und noch ein Makotomi. Another one. Kotomi. Ist auch gefühlt in jedem Pack drin. Das Standard Kotomi. So. Quoten Kotomi. Gönnt euch den Code und. Weiter geht's. Ein Nebulak. Die ganzen Cummins an Cummins. Wie gesagt, hoffentlich eine VMAX Shiny. Das wäre geil. Dann Gorgason in Holo. Ein Samazenta. Legis, auch nice. Und ein Catapultra. Okay. Das Display macht's spannend hier. Das war die letzten paar Displays ja auch so. Finde ich aber geiler, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass die große Shiny auf sich warten lassen. Mhm. Eben. Dann haben wir hier die geile Foil Energy. Wir haben hier Kamalm, Toxiquack, Holo Gengar und Riffex. Wobei man ja sagen muss, dass man. Ich glaube, das ist mit der Grund, warum es vielleicht auch die God Packs gibt, so, weil du hast immer eine Shiny garantiert und wenn du die dann aus dem Display hast, dann hast du ja quasi keine Chance mehr, was Geiles zu ziehen. Außer du hast halt noch die God Pack Chance, ne? So, schauen wir mal. Ein Dropful. Ein Hooper und ein X-Bud. Die Regulars sind am Start. Regular. Aber noch keine. Die Coachella. Shiny. Hokumel. Kotomi. Power Energy. Gemsticks. Rotomrad. Haben wir hier einen Duralon. Mary. Und Endynalos. Okay, weiter geht's. Rein ins nächste Booster. Ins Gefecht. Rein ins Gefecht. So, nächste Code. Oh, da hatte ich eigentlich noch Bock, noch mehr aufzumachen. Ich muss sagen, ich finde die japanischen Karten so schön. Ja, man, die japanischen Karten sind halt. Es ist halt mal wieder was anderes so, ne? Von der Qualität her nicer. Wie gesagt, die Holos sind halt mega schön. Aber wir haben ja noch ein bisschen japanischen Stuff, den wir jetzt in nächster Zeit aufmachen oder schon dabei sind, gerade die ganze Zeit. Suikun ist übrigens auch als kleine Shiny drin, habe ich gesehen, als ich die Karten eingestellt habe. Und ein Ditto und Kupfanti. Ja, Mann. Ich würde sagen, was wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Das ist übrigens auch einer der Holos, die sich die Leute ja am meisten gesnackt haben aus dem Shop. Suikun? Mhm. Ging die echt öfters schon weg? Ja. Ich glaube nur noch eine da. Okay, krass. Ich habe da ja gerade gar keinen Überblick. Aber ja. Ich würde mal sagen. Hallo, wir haben hier nochmal Sam Santa. Oh, das ist schön. Okay, das ist nice. Die nächste. Oha. Und on the Oh, nice. Stimmt. Ey, ich habe die Fuller Trainer jetzt schon wieder fast komplett vergessen. Ne? Die haben wir jetzt schon mal gezogen, aber ich würde sagen, die nehmen wir mit, weil das ist eine wunderschöne Karte. Und ja. Nice. Sehr geil. Die sind ja nicht garantiert, die Fuller Trainer im Display, deswegen sind die quasi so der extra Zusatzhit. Oh, stimmt, hoffentlich kriegen wir da noch. Die Mani, die können wir hier rausziehen, die richtig, richtig teuer ist. Warum ist die eigentlich so teuer, weißt du Keine das? Keine Ahnung. Ist halt so ein. Es ist halt die Mary, ne? Ja. Es ist halt die Mary. So, gucken wir mal. Rotom. Oh, die haben wir auch noch nicht gezogen. Wie heißt das Vieh? Sensekt und dann kommt. Oh Gott. Wir sind Poketuber, Leute. Wir sind K. Wir sind Poketuber. Oha, nochmal eine Amazing Rare. Sehr nice. Oh, was? Glurak V-Max, nice. Nochmal? Was? Alter, no fucking way. Also, das kannst du ja auch jetzt niemandem Kera erzählen, da, oder? Kerada, so heißt das Ding. Ja, heilige Scheiße, was? Okay, alles klar, Leute. Alles klar. Alles klar. Was? Kann man machen. Warte mal, als ob wir die jetzt zweimal ziehen. Holy fuck. Die ist da safe nochmal drin.
Meinst du? Ja. Oh, Rotom. Auch noch nicht. Endlich gesehen. Mal, dass man sich über den Rotom freut. Ja, ey, das gab's auch noch nicht. Alter, das Glurak, was? Alter. Interion. Oh! Nein! Nein! Nicht dein Ernst, Alter. Das kannst du doch keinem erzählen jetzt, oder? Das kannst du doch jetzt niemand. Nein! Oha, Alter. Nein! Ja. Nein, 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 nein. Ich hab's zwar Funkeln sehen, aber das ist jetzt auch nochmal ein Glurak V-Max ist, Alter. Was? Ja, nehmen wir mit, oder? Alter, ich bin schon wieder Maxi, ich bin schon wieder sprachlos. Ne? Ich bin absolut. Das ist. Also. WTF? No fucking way, Alter. Das kannst du doch, also das kannst du doch jetzt wirklich niemandem erzählen, oder? Also das kannst du doch jetzt wirklich niemandem erzählen. Ja, Dennis, ich würde sagen... Habe ich dich noch eben gesagt, das ist hier noch einmal drin? Ja, hast du gesagt, tatsächlich, ey. Ja, nice. Ah, das sind mal Überflieger-Displays, oder? Zeig mal. Ich bin einfach fertig, ne? Vor allem, ich hatte zwei Amazing Rares noch in dem Display. Ich habe noch zwei Booster. Was soll da noch kommen? Was soll denn in dem Display noch drin sein, Alter? Uff, Alter. Nee. Oh Gott, ey. Nee, das, nee, das nee, 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 nee. Das wird wieder ein Opening, das geht wieder. Ach komm, das kannst du doch. Also, das ist echt. Also. Weißt du, das wird wahrscheinlich einfach unfassbar schwierig, diese Karte nachher im Deutschen zu ziehen oder so. Ja, Mann. Alter, was? Aber besser haben als nicht haben. Ja, natürlich. Das ist natürlich richtig. Da will Klonkett. Ja, aber komm, noch ein Triple. Jetzt noch eins drin. Was? Nee. Ich kann nicht mehr. Gott, Raum. Aber hier denke ich, oh, sehr wohl im letzten Pack bei mir. Nice. Nee. Fühl ich jetzt. Nee. Geil. Achso, weißt du, es sieht bei uns wieder so aus, als wäre die Karte so null selten, ne? Das wäre so eine Common-Karte. Weißt gut, du, aber du musst dazu natürlich auch jetzt, um jetzt mal der ganzen Sache ein bisschen den Wind rauszunehmen, wir haben ja die Displays aus verschiedenen Quellen gekauft. Das heißt, ja. Es ist schon wahrscheinlicher, dass wir jetzt zwei Gluraks ziehen. Also. Ja, das ist natürlich richtig. Uff. Aber das ist doch trotzdem einfach nur nochmal ein Riffix. Cool, also... Ich würde sagen, wir gehen jetzt ins nächste Display, oder? Das brauchst du eigentlich jetzt gar nicht mehr für das Video, ne? Aber es ist echt... Also... Das ist jetzt das Dings. Der E-Punkt. Das ist der E-Punkt mit einem Godpack jetzt noch. Ja. Also wenn es hier noch ein Godpack rausnehmen, dann sage ich dir eins, dann ist das komplett... Das ist so ein Samazenta oder Seychellen Gold, würde ich jetzt fühlen. Noch. Ja, stimmt. Goldkarte. Die haben wir bis jetzt nur einmal gezogen. Vor allem, weißt du, wir haben ja das im Set ja jetzt nicht mal wirklich wahnsinnig viel aufgemacht, ne? Es ist ja jetzt nicht mal, dass wir hier von irgendwie 1000 Booster aufgemacht haben oder so. Schon anders wild, oder? Das ist geisteskrank. Brauchen wir das deutsche Set überhaupt noch? Ich glaube nicht. Das können wir uns jetzt auch sparen, Leute. Oh, nochmal ein Flampivian. Nice. Schick, schick. Hoopa. Another one. Es ist echt. Belektro. Also. Und Belektro. Es ist einfach anders wild. Du solltest das einfach. Man lässt es einfach nur kommentarlos so stehen, ne? Weil das ist einfach nur. Daily Shiny Faustar Content, Leute, habe ich gehört. Habt ihr Bock? Schreibt's in die Kommentare. Oh Mann, ey. Also ich mein Bock hätte ich. Also ich mein refinanziert hat sich ja. Ja, eben. Auf jeden Fall. Safe. Oh, Balduin in Full Art, Alter. Geiles Opening. Das holy sieht shit. Richtig wack aus, Alter. Aber das ist halt einfach fucking Balduin, ne? Mhm. Oh mein Gott. Also ich muss sagen, die Karte fühle ich doch schon sehr, ne? Oh Mann, ey. Junge, 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 Junge. Was hast du für eine V-Max? Katapultra. Nice. Nice, wow. Nice. Jetzt müssen wir hier noch einen Display-Stapel anfangen für das nächste. Oh. Oh, hier Brimano. Lass mal die von dem Display hier anlegen. Oh, Suicune, sehr nice. Suicune. Oh, Ditto. Ditto V-Max ist auch nice. Ja, ist tatsächlich auch, glaube ich, raus aus dem Shop. Nice. Jetzt wieder im Shop, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich gleich wieder nicht bald mehr. Wieder, oder nicht. Okay, Balduin fühle ich. Das muss ich sagen, das ist schon ganz nice. Ich fühle meine zwei rosa Wabbelchen. Okay.
Nice. Aber jetzt haben wir endlich mal wieder Full Art Trainer, ne? Das ist auch mal wieder eine geile Sache. Oh mein Gott, oh mein Gott, ey. Herrlich. Habt ihr keinen. Oh. Oh, nice. Giradax. Yes. Ne? Yes. Ich glaub, geht auch kein Mensch. Varikadax und ein, ich weiß jetzt nicht, warum ich aufgeschafft habe, aber. Weil du so gehypt von dem Varikadax. Ja, Mann, ich bin einfach so hyped. Dass du dir gedacht hast, ach, da kommt eh nichts mehr Gutes. Ey, geil, oh, geil, geil, geil. Ich meine, solange wir jetzt kein. Ich bin jetzt von. Ich bin, über alles bin ich glücklich, solange wir jetzt kein Dings ziehen. Kein Gortraum Shiny. Ja, Gortraum Shiny brauche ich jetzt auch nicht unbedingt nochmal. Weil das haben wir ja jetzt. Schon mal gezogen. Oh! Aber die V-Max ist okay. Ja, aber wie soll man hier. Ja. Also, ich freue mich mega über die V-Max, dass wir 3 V-Max gezogen haben. Es ist natürlich jetzt Gortraum, die wir jetzt schon haben, ne? Aber. Holy fuck. Nee. Guck mal, das Display ist jetzt schon geil. Die Einzelbooster könnt ihr im Shop kaufen, oder? Oh, Junge. Nicht. So, jetzt gucken wir mal. Oh, macht Bock, ne? Mein Gott, ja. Ich muss sagen, dieser Samstag, Sonntagabend, 12 Uhr Momente hat sich schon gelohnt, ne? Mhm. Oh, stimmt, die Amazing Rare. Und another Gortrom. Ja, nice. Wie gesagt, wir haben ja eigentlich gesagt, wir wollten von diesem Set nichts aufmachen. Und haben dann sonntags, nachts irgendwie sind wir durch alles Mögliche durchgescrollt und haben gesagt, so, jo, warum nicht ein bisschen Shiny Faust da doch noch so? Man macht doch. Kommen gerade nicht viele Produkte raus, man gönnt sich ja sonst nichts. Einfach mal ein bisschen was sich gönnen auch. Und ein Andy Nalos. Ey, geil. Ich fühle Balduin, muss ich ganz ehrlich sagen. So, können wir jetzt überhaupt noch irgendwas Großartiges ziehen? Ja, Godpack ist noch möglich, Frage. Um noch mehr Shiny zu ziehen. Stell dir das jetzt mal vor, jetzt noch ein Godpack, ey. Also das und scheinbar ist die Goldkarte auch nicht, ausschlaggebend, was noch drin ist. Also war das Godpack dann doch der Ultra? Da macht ja unser Display gar keinen Sinn. Tja, das ist. Es macht Pokémon-Karten machen generell keinen Sinn, Leute. Riffax! Ah. Weißt du, jetzt ist Paul im Urlaub, dass ich nicht mal Paul das Video geben kann zum Schneiden. Paul kommt wieder raus aus dem Urlaub. Hat er sich das verdient, Leute? Ja. Ein Like gleich einmal. Einmal Paul hat sich Urlaub verdient. Oh, Junge. So. Webrak. First Last Pack, ne? Mhm. Zelsekt. Ja, Dax. Noch eine Amazing Rare. Motineva. Cool. Und Station. Das ist cool. Nice. Die Legis, die nehmen wir noch gerne. So, Leute, Last Pack für dieses. Für du hast tatsächlich auch ein paar Mal schon gekauft. Ja, nice. Also, Leute, Last Pack Magic für dieses krasse Opening. Es ist. Anders, also wirklich, das ist wieder dieses Card Buddies Opening, ne? Wir haben im Moment so viele krasse Pulls, das ist doch irgendwie unnormal, oder? Also das ist ja für uns sogar schon unnormal. Wenn du mal überlegst, was in der letzten Zeit passiert ist. Erstes Godpack, dann irgendwie, klar, ja, natürlich ein paar Guraks hin und wieder. Dann kam so. Der Stream. Dann kam der Stream. Guraks. Dann kam All-Stars mit dem Godpack in dem Vlog und. Ich meine, wir haben ja schon Glurak gezogen. Jetzt ziehen wir in 2 Displays nochmal. Also, Wahnsinn, Leute. Wie gesagt, Leute, check gerne die Einzelkarten ab. Das war doch mal ein anderes Opening, Leute. Ich sag einfach nur Double Glurak und out, ne? Mhm. Bye, bye.